guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Griefer News. In der vergangenen Woche spielten sich einige dramatische Szenen auf dem Cloud-Server ab. Der erst kürzlich ernannte YouTuber Golden Hand ist stolzer Täter von Tierquälerei geworden. Wie er diese grauenvollen Taten beging, berichtete der YouTuber während einer Live-Übertragung auf der Streaming-Plattform Twitch. Es gibt einige Aufnahmen, welche zeigen, dass er einem Papagei auf einem Quadratmeter sowie auch einen Frosch in einer kalten, nassen Höhle gefangen hält. Der Frosch wurde danach sogar noch beleidigt, woran man sieht, dass dieser Mann vor nichts zurückschreckt. Der Arme, nix der Arme, der kann selber dran schuld. Es juckt ihn den Scheißdreck. Der elendliche Hund ist während meines Streams vorhin ja schon wieder ausgebüxt. Ich glaube, das sagt alles. Ebenso gibt er offenkundig zu einem Panda-Bären, der ihn verteidigen wollte, auf skrupelvolle Weise ums Leben gebracht zu haben. Wir hatten erst einen bösen Panda-Bär, fand die Julia nicht hübsch, den habe ich dann hinterwegs umgebracht, damit sie einen schöneren kriegt, habe ich einfach umgebracht. Wurde hingerichtet auf der Insel, als Andenken daran, das ist der Bambus, der von ihm gedroppt wurde. Na? Auch nicht vor Echtgeldhandel macht er Halt. Ab sofort kann man mittels 20 Euro ein sogenanntes Secret auf seinem Grundstück sich erwerben. Ich habe auch schon überlegt, was sagt der Chat, wenn ich den Leuten, die lang dabei sind, so ein eigenes Secret verkaufe. Gib mir 20, ich geb dir Secret. Ich habe soeben aus der Redaktion Informationen darüber erhalten, dass Herr Golden Hand eine Person als Sklavin hält. Da Jessie meine Sklavin ist, natürlich teurer, ne? Weil die arbeitet gut und hart. Sollten Sie den Drang nach noch mehr Nachrichten verspüren, empfehle ich Ihnen ein kostenloses Abonnement auf diesem Kanal. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Aber ich finde auch tatsächlich, Frosch töten ist mir scheißegal. Sag ich, wie es ist.